Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll von Julien Bam mal auf alle Teile von Märchen in Asozial reagieren. Den ersten Teil, darauf habe ich ja schon reagiert und wir reagieren jetzt auf den zweiten Teil. Featuring Kelly. Schön. Ich meine, eigentlich kann man gar nicht Märchen in Asozial machen. Also wenn man sich einfach mal die Originalmärchen anguckt, so wie sie rausgebracht worden sind, ne? Die sind ja schon asozial. Also, die sind schon sehr brutal und asozial. Brutal und asozial. Bim! Es war einmal ein großer, böser Wolf, der einen Fresskick nach dem anderen schob. Nachdem also er all sein Börek weggesnackt hatte, bekam er tierisch Bock auf Ziege. Plötzlich vernahm er den Laut einer Ziegenmutter, der ihn hart positiv triggerte. Meine sieben Geißlein allein zu Haus, meh, meh, meh. Sieben kleine Zieglein leicht verdaut, le, le, le. Bäh, mach mal auf, wir sind unsere Mutter. Du bist nicht unsere Mama. Doch, Mann. Unsere Mutter klingt viel mehr nach Autotune. Hier ist die Mama, Mama, mal jemand zu Haus? Yep. Hier ist die Mama, Mama, mach mal bitte auf. Nope. Hier ist die Mama, Mama, kommt die jetzt mal raus? Nope. So durch. Boah, stellt euch mal vor, so wären die Märchen echt gewesen. So, wenn die Leute einfach nur die ganze so rappen würden. So, aber im Style von wirklich amerikanischen Style. So. Das wäre halt so geil, ey. Das wäre halt so geil, ey. Oh, geil. Stell ich mal gerade so vor, mit 6 Jahren hörst du dann dir so Rotkäppchen an und machst die ganze Zeit so, yo, oh, geil, ich bin Rotkäppchen. Ne, ich hör lieber auf. Mama, 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 eine aufs Maul. Oh shit, aber Mama trägt doch niemals nie Supreme. Hä? Und Mama raucht doch niemals Chesterfield. Check. Unsere Mutter riecht nach Wodka, nicht nach Faxe. Und jetzt zu deinem Kackfinger weg von unserer Klingelkaste. Okay, bis gleich. Bruder, was sind die so smart? Aber ich hab noch was anderes im Petto, wa? Warum lassen wir Mama nicht rein? Boah, ey, du bist so ein Opfer, Lars. Hier ist der Bubububububude von der Post. Netter Versuch, aber wir sehen deinen Kopf flippern. Hier ist der Pizza-Lieferant. Deine Pizza schmeckt scheiße, aber hier ist der Gaga-Gaga-Garten-Architekt. Yeah. Wo haben wir denn einen Garten bei der Kette? Ihr sagt nicht, scheiß du oder ich tritt sie in den Dreck, denn ich bin der verdammte Wolf und ich steck euch alle weg. Oh, krass. Wo sind meine 6 Geißlein hin, meh, meh, meh? Die andere Mama hat sie gefressen, meh. Ach, die kommen schon wieder, le, le, le. Satt und zufrieden saß der Wolf am Baume, als es plötzlich in ihm rumpelte und pumpelte. Oh, das ist so geil, ey. Oh, die kommen schon wieder, ne? So könnte ich mich als Vater vorstellen. So, Kinder sind so weg. Ach, ja. Kommt schon wieder, ist wenigstens mein Geld noch zu Hause da. Ja, ich bin so einer derjenigen, die... Ich bunker mein Geld in der Sparkasse. Ne? Also, auf dem Konto. Es war einmal eine leicht verzogene Königstochter, die gerne ihre Zeit damit verbrachte, ihre wertvollsten Dinge über einem Brunnen zu jonglieren. Wer konnte ahnen, dass ihr dabei mal etwas in eben diesen hineinfallen könnte? Das gute Handy. Zum Glück aber war gleich ein hilfsbereiter Frosch zur Stelle, der mit tröstenden Worten zu ihr sprach. Walla Habibi, bist du dumm, du alle Protze? Oh, hey, eine Katze. Walla Habibi, wo hab ich Fälscher meine Glatze? Jonglieren über den Brunnen, ey, was ist das für eine Macke? Vielleicht ist mein Handy noch am Funzen. Stell dich doch kurz ab, bis ganz nach unten. Hol mein Bier, 5 Sekunden hab ich's wieder gefunden. Dafür gibt's Küsschen, aber mit Zungen. Walla Ehrenmann, Bruder, ich küss deine Augen. Na, lieber auf den Mund und dann noch entzückt im Bett bouncen. Trau dich, dann werd ich zum Traumprinz, das kannst du mir glauben. Okay, bin mal kurz ein neues Smartphone kaufen. Geil! Und so wartete der Frosch ganze 3 Minuten, bis er sich schließlich zum Königsschloss aufmachte, um die Prinzessin bei ihrem Vater zu verpetzen und sein Recht ein... Das ist halt so realitätsnah, ne? Aber Kerle wie Frauen, ne?
wenn die Frau nicht sofort antwortet oder der Kerl halt nicht sofort antwortet, so, oh, die mag mich nicht, die will nichts von mir, oh, ja, such schon eine neue. So, es ist halt so wahr, ey. Zu fordern. Habibi! Und so sprach der Frosch zum König. Wallah, Habibi, Oberkönig, was geht da mit ihrem Töchterchen? Tja, ja, gibt keine Antwort, dabei wollte ich nur ihr Höschen sehen. Ne rappende Katze, sowas hab ich noch nie gesehen. Ich bin ein Frosch. Was, sowas wird auf TikTok mies abgehen? Wallah, Habibi, sie hat mir einen Kurs versprochen. Welche denn? Ich hab viele aus vielen Epochen. Also, da gibt's Jacqueline, Gina, Jenny, Ann-Kathrin, Sally, Nadine, Mandy, Cindy, Kelly, Christine, Ines und Josephine. Hallo, wir sind Jacqueline, Gina, Jenny, Ann-Kathrin, Sally, Nadine, Mandy, Cindy, Kelly, Christine, Ines und Josephine. Keine von denen da. Ah, du bist ja eine süße Katze. Ich bin ein fucking Frosch. Boah, die kann sogar reden. Na, wie ein Pagagei. Wen meinst du denn? Sie war blond, blaue Augen, lila Kleid. Meinst du, Jacqueline? Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Tabletten genommen und das ist wirklich eine Katze. Ne? Vielleicht ist er ja wirklich eine Katze, ne? Und kein Frosch. Gina, Jenny, Ann-Kathrin, Sally, Nadine, Mandy, Cindy, Kelly, Christine, Ines und Josephine. Außerdem hat sie nur einen Arm. Ah, dann ist es also nicht. Jacqueline, Gina, Jenny, Ann-Kathrin. Bullshit! Mann! Ah, du meinst unser schlauestes Töchterchen. Kevin. Ihr schicktet nach mir, Vater. Kevin, sei lieb zu dieser Katze. Sie ist ein verzauberter Prinz. Oh, da krieg ich doch Herpes. Na gut, dann hoffe ich aber, du bist ein richtig geiler Prinz. Komm her, Habibi! Komm her, Habibi. Hä? Du bist ja immer noch ein Frosch. It's a prank, du hast einen Frosch geküsst, du hast einen Frosch geküsst. Es war einmal eine Müllers Tochter. Oh, so gefällt mir das Märchen viel, viel besser, ey, muss ich echt sagen. Die aufgrund der dreisten Lüge ihres Vaters die Fähigkeit zugesprochen bekam, Stroh in Gucci-Klamotten zu spinnen. Es dauerte natürlich nicht lange, bis auch der König davon erfuhr und sich diese außergewöhnliche Gabe zunutze machen wollte. Mach das mal bis morgen früh, sonst schlage ich dir die Rübe ab. Aber wenn du es schaffst, dann nehme ich dich zur Frau. Oder wir fahren nach Meckes. Mal gucken, wie ich drauf bin, ne? Tschö. Wie geht das? Gibt's eine Betriebsanleitung oder sowas? Vielleicht unter Strom. Das ist so wie das... Oh nee, scheiße. So eine andere Realität, ne? Das ist gerade so, wenn die Leute damals die traditionellen Ausbildungen... Ne, da hat man ja wirklich alles nur das ganze Handlang von A bis... C gelernt. Genau, von A bis C, nicht bis Z, von A bis C. Und heutzutage ist es ja irgendwie so nur so Teile austauschen und wenn da mal was kommt, so, scheiße, ich weiß nicht, wie das geht, ich frag mal Google. Das ist halt so, so wahr, ey. Wer bist du? Ich bin... Ah, du sehr clever, aber du bist ja nie seinen Namen verlassen. Okay, schade. Dann nenne ich dich einfach. Ni hao, Motherfucker, ich dir helfen kann, mein Freund. Ich mach dein Stroh zu Gucci, sogar Kollektion von heute. Stroh zu Gucci? Ja, moin. Pack ist zwar günstig, aber am Ende du beläufst. Doch bevor ich erstmal loslege, wie sieht mir Bezahlung aus? Willst du meine AirPods haben, Bruder? Such dir halt was aus. Dein King will ich haben, du haben keine Wahl. Mein Ball kannst du haben, ist im Märchenwald normal. Ja, das sollte man machen, wenn man gerade ein Kind im Bauch hat, sollte man die Übung machen, das ist... AirPods ja. Haben, Bruder, such dir halt was aus. Dein King will ich haben, du haben keine Wahl. Mein Ball kann... Ja, das ist eine Geburtshilfe. ...kannst du haben, ist im Märchenwald normal. Der, und du darfst Kind behalten, erlässt du meinen ganzen Namen. Oh, das ist aber nett. Heute glillig, morgen chillig, übermorgen hol ich mir das Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Lumpelstichen heiß. Das ist das Unbehörteste, was ich je gesehen habe. Nachdem des Königs Bedürfnis nach gratis Gucci befriedigt war, nahm er die Müllers Tochter zu seiner Frau, die nun ernsthafte Muttergefühle in sich entdeckte und das Kind doch nicht dem bizarren Wichtel-Arschloch aus dem Stroh überlassen wollte. Alles klar, jetzt kenne ich deinen Namen. Oh,
du Kind schon habe? 9 Monate schon rum. Ja, es heißt Börek, sehr lieb, noch ein bisschen dumm. Sehr schöner Name, aber sehr hässlich Kind. Doch ich werd's mitnehmen und besser fällt Schwind. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich kenn deinen Namen, verpiss dich, du Wicht. Du heißt nicht Ling, du heißt nicht Lai. Ich weiß, dass du Lumpelstilzchen heißt. Lumpelstilzchen? Nein, mein Name Lumpelstilzchen. Lumpelstilzchen? Nein. Lumpelstilzchen! Lumpelstilzchen, verstehst du nicht? Lumpelstilzchen! Ah, du falsch sagen, wie dein Kind. Ich hab doch Lumpelstilzchen gesagt. Oh, du hast mir falsch gesagt. Ich nehme mit dein Kind. Oh, Gucci, Gucci. Komm mit. Gucci, Gucci. Der Jute Börek. Es war einmal ein Mädchen, das, nachdem es, wie so viele Kinder im Märchenwald, ursprünglich als Zahlungsmittel diente, von einer alten Funzel in einen Turm gesperrt wurde. Eines Tages aber machte sich ein junger, stattlicher Prinz auf, um das Mädchen aus dem Turm zu befreien. Hallo? Ja gut, aber da würde ich wirklich die Deutsche Post oder DHL noch verstehen, ne? Oder Hermes und sowas, ne? Also so ein Turm ohne Eingang, und dann würde ich auch unten den Brief dran machen. Ich hab alles versucht. Scheiße, Mann, ich war gerade am Kacken. Was denn? Rappen? Ja, okay, lass machen. Baby, lass dein Haar herunter, komm schon, drop mir deinen Zopf. Drop ihm deinen Job, drop ihm deinen Job. Baby, mach den Prinzen munter, hast dasselbe doch im Kopf. Dasselbe doch im Kopf, dasselbe doch im Kopf. Geh zurück zu deiner Mutter, bevor ich hier gleich noch kotz. Sieh hier gleich noch kotz, sieh hier gleich noch kotz. Sieht aus wie Pornhub-Dauernutzer, aber da läuft doch nur Schrott. Als ob du das nicht glotzt. Sascha Grey war doch echt hot. Check mal Schuhe, check mal Style, check mein Outfit. Supreme. Check mal Kette, check mein Flow, ich bin dein Traumprinz. Guter Fang. Zwei fremde Männer, als ob ich euch zu mir hochhol. Holt euch selber einen runter, lieber Solo. Check mal, hab sogar ein Cape. So wie Batman. Hab sogar ne Fee, die ist in Shape. What the? Ey, jetzt sind wir ready für ein Date. Ich halt die Sexcam. Überzeug dich, unser Booty Shake. Beim Booty Shake bleibt es mein Interesse nicht ganz liegen. Deine prallen Backen sind schon echt ziemlich ein Spreuder 7. Lass dich an mein Zöpfchen dran, wird's dir mal eben runterschieben. Aber bitte, bitte nicht so krass an meinen Extensions ziehen. Geil. Hallo. Die beiden verliebten sich sofort ineinander und vollzogen den Akt der Liebe. Das ist so, wenn man mit Frauen schreibt, ne, und dann die zum ersten Mal so sieht, so: Hallo, haben wir uns vorhin verabredet? Hatte ich auch schon mal. Zwei kleine Bonobo-Affen. Woher kennst du meine Eltern? Das sind meine Eltern. Oh. Und wenn sie nicht gestorben sind, freuen sie sich über jeden einzelnen Like von euch. Aber ihr müsst natürlich nicht. Wäre nur, sagen wir mal, notwendig. Das war Märchen in Asozial Teil 2. Wer es noch nicht gesehen hat, Teil 1 gibt es auch auf diesem Channel. Aber ich glaube, dass ihr es schon gesehen habt, weil es hat echt viele Views bekommen, mehr als wir erwartet haben. Wir hatten ursprünglich eine Story, wo Kelly ihren Arm versteckt. Die Geschichte geht auch ganz anders aus, aber irgendwann beim Dreh haben wir gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir es dann irgendwie einfach umgefreestylt und jetzt hat Kelly nur einen Arm. Also Leute, falls ihr euch gefragt habt, warum Kelly nur einen Arm hat, es hat gar keinen Sinn gemacht. Schaut doch einfach mal bei Kelly vorbei. So. Sie ist ein Prachtexemplar von Mensch. Sie macht das toll. Sie ist super. Wer sie noch nicht kennt, der hat echt noch nicht gelebt. Das war's auch schon, Leute. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und ein Like. Und das, worauf ihr Bock habt. Geil! Also es hat mir mega gefallen. Richtig, richtig cool. Teil 3 kommt auch noch die oder nächste Woche. Ich muss gucken, wie ich das schaffe, weil ich habe noch ganz viele andere Reaction-Vorschläge. Aber das kriege ich irgendwie gebacken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir über Instagram, über Twitter. Ihr macht das eh nicht. Dann macht das einfach über YouTube-Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!